Als wir kürzlich durch Sachsenheim gefahren sind, haben wir ein Schild entdeckt, auf dem zu lesen war Klopferlästag. Sind die schwäbischen Sachsenheimer so reinlich, dass sie an einem Samstag ihre Teppiche ausklopfen, oder was steckt dahinter? Nein, mit Klopferle ist ein guter Geist unseres Wasserschlosses gemeint, also eine sagenhafte Gestalt, die hier in Großsachsenheim eigentlich fast jedes Kind und auch fast jeder Erwachsene kennt. Das Klopferle war, so die Sage, im Mittelalter ein guter Hausgeist. Wir haben ja hier in Großsachsenheim auch heute noch ein wunderschönes Wasserschloss aus der Renaissancezeit, aus dem 16. Jahrhundert. Und in diesem Schloss, beziehungsweise im Vorgängerbau, da wohnte im Keller das sogenannte Klopferle. Das Klopferle half also den Burgbewohnern, den Angestellten, den Rittern von Sachsenheim, im Haushalt, bei allen möglichen Erledigungen im Haus. Und es hieß Klopferle, weil es immer unten im Keller an die Weinfässer klopfte, um zu schauen, ob die noch voll sind. Und dieses Klopferle war also ein unsichtbarer Geist, den man nicht sehen konnte. Und die Sage erzählt also, dass es also alles dürfte man mit diesem Klopferle machen. Man dürfte ihm alles befehlen, nur eines nicht, dass es sich zeigen sollte, dass es also sich sichtbar machen sollte. Und nun war es so, Mitte des 16. Jahrhunderts herrschte, wohnte auf der Sachsenheimer Burg, hier in dem Wasserschloss, Reinhard von Sachsenheim. Eines Tages hatte er eine große Jagdgesellschaft bei sich zu Gast. Und auch seine Gäste wussten von diesem Verbot, dass man also dem Klopferle das Erscheinen nicht befehlen durfte. Aber man war in weinseliger Laune, der Abend neigte sich also immer mehr dem Ende zu und die Gäste, die zogen den Reinhard von Sachsenheim ein bisschen auf. Was bist du denn für ein Schlossherr, dass du deinem Geist nicht befehlen kannst zu erscheinen? Du bist doch gar kein richtiger Herr, wenn du nicht alles befehlen kannst. Deine Untertanen müssen dies machen. Und irgendwann ließ sich also der Reinhard von Sachsenheim darauf ein, tatsächlich dem Klopferle zu befehlen zu erscheinen. Und trotz mehrmaliger Warnung, das Klopferle klopfte also immer zur Warnung, man solle es doch nicht provozieren und herausfordern, erschien es dann. Und schon vorher war also bekannt, wenn man diesem Klopferle das Erscheinen befiehlt, wird ein großes Unglück über die Stadt Großsachsenheim und über die Herren von Sachsenheim kommen. Und tatsächlich, der Sage nach, war es auch so, denn im Jahre 1542, nach dieser angeblichen Episode, brannte auch dann, das ist also historisch verbirgt, das Wasserschloss und auch die halbe Stadt fast bis auf die Grundmauer nieder. Und knapp 20 Jahre später, 1561, war es dann so, dass Bernhard von Sachsenheim, der letzte Ritter aus dem Sachsenheimer Rittergeschlecht, ohne männlichen Nachkommen verstarb. Und somit auch das Geschlecht der Ritter von Sachsenheim ihr Ende fand. Sachsenheim, Großsachsenheim an das Land Württemberg fiel und somit nicht nur über die Stadt, sondern auch über das Rittergeschlecht der Herren von Sachsenheim tatsächlich ein großes Unglück kam, dadurch, dass eben dieses Verbot umgangen wurde. Diese Figur des Klopferle können wir aber trotzdem heute noch sehen, denn wo ich hier stehe, das ist eine Figur aus dem Eingangsportal des Großsachsenheimer Wasserschlosses. Das hier ist das Original. An der Stelle des Eingangsportals befindet sich heute nur eine Kopie davon. So hat man sich also vorgestellt, dass dieser sagenhafte Schlossgeist vielleicht ausgesehen haben könnte. Und einmal im Jahr, immer am Ende der Sommerferien, veranstaltet die Stadt Sachsenheim bzw. die Jugendabteilung der Stadt Sachsenheim ein großes Fest im Schlossgarten mit vielen Angeboten und Programmpunkten speziell für Kinder und Jugendliche. Und das ist eben bis heute der Klopferlestag, nach unserem Haus- und Schlossgeist, das Klopferle.